Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8. Und wir waren das letzte Mal stehen geblieben, da unten die Kühlkörper zu produzieren. Da haben wir aber allerdings noch einiges vor uns. Aber bekommen wir hin. Wenn wir die dann haben, wird es theoretisch relativ einfach, die Turbomotoren zu machen. Da sollte es dann keine großen Probleme geben, hoffe ich zumindest. Und dann hätten wir eigentlich alles für den Meilenstein, weil ich würde schon schauen, dass wir zeitnah den Atommüll, der jetzt gerade unter den AKWs eingelagert wird, dass wir den wiederverwerten. Ich kann natürlich jedes Mal noch ein Lager und noch ein Lager und noch ein Lager hinstellen, was der Atommüll betrifft. Aber irgendwann wird es auch ekelhaft, was die ganze Strahlung angeht. Also theoretisch kann man das schon ins Unendliche stecken mit den Lagern. Dann wäre es aber sinnvoll, dass wir das ganz woanders machen. War früher übrigens so. Man konnte den Müll nicht wiederverwerten. Dann hat man das einfach irgendwo hingekarrt. Und dann war das gut. Jetzt habe ich halt das Lager direkt bei mir. Das sollte nicht allzu groß werden, würde ich sagen. Ganz genau. Also gut. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir brauchen auf jeden Fall Jodfilter. Ich habe nur noch zwei Stück. Das heißt, wir schießen uns mal hinter. Da werden die Jodfilter produziert. Und dann können wir auch gleich mal nebenbei gucken, wie es mit der Gummiproduktion ausschaut. Ob wir da was über haben. Wir brauchen 36 Gummi. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Ohne jetzt eine neue Fabrik aufbauen zu müssen. Also ich glaube, wir haben sogar hier oben einmal noch Gummi über. Umso näher, umso besser. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Auch hier ist wieder die Schnecke da. Cool. Also theoretisch kommt hier Gummi raus. Ganz genau. Und der wird dann... Der Überschuss wird vernichtet. Okay, Moment mal. Wie viel Gummi kommt da raus? Ja, mehr als ausreichend. Also hier kommen 20 raus. Es läuft auch zu 100%. Passt. Dann können wir das Gummi einfach von hier nehmen. Dann bin ich auch ein Stück näher. Ist eh weit genug dahinter. Also, puh. Wird wieder ein lustiges Förderband. Und hier unten irgendwo haben wir die Filter. Hier, die Jodfilter. Ja, das reicht ja ganz leicht. Da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Gut. Das Gummiband lassen wir jetzt erstmal. Autosave. Ja, ich merke, oder ich habe gemerkt, hier habe ich noch ja, mehr oder weniger so gebaut, dass ich zu Fuß hochkomme. Wir können uns das mal ganz kurz angucken, wenn wir eh schon hier sind. Habe ich überall Stege und Treppen und was weiß ich alles gebaut. Ja, und ich habe es dann gemerkt, als wir den neuen Charakter hatten, zweimal. So einfach ist das nicht mehr, hier durch die Fabrik zu laufen, ohne Jetpack und ohne alles. Ihr habt überall die Kanten drin, wo ich nicht hochkomme. Klar könnte ich natürlich jetzt sagen, ich baue über Leitern hin oder mit Foundations hoch, aber ohne irgendwas zu bauen, kommt man nicht mehr von A nach B. Da müsste ich vielleicht irgendwann mal mehr drauf achten. Im Endeffekt ist es aber auch egal, wann brauche ich das. Gut. Die Fabrik läuft. Wir schauen uns mal ganz kurz an, ob auch der Strom permanent läuft. Das wäre schon wichtig, aber das hat letztes Mal echt gut ausgeschaut. Ja, ein bisschen Schwankungen haben wir drin, aber ich weiß schon, wo das herkommt. Das sind die Kohlekraftwerke da hinten. Aber das schaut echt gut aus. Passt. Das bedeutet, wir müssen, beziehungsweise wir waren stehen geblieben bei dem Wasser. Wie macht man denn das jetzt am blödsten? Erstmal Schweberucksack. Ist natürlich jetzt doof, dass ich genau über zwei Foundations bin, aber nicht so schlimm. So, das müsste theoretisch passen, oder? Schaut gut aus. Ja, hier wird es natürlich problematisch. Wie machen wir das hier? Wir haben zwei Flüssigkeiten, die wir brauchen. Würde sagen, wir machen mal hier die komplette Reihe erstmal weg. Also dann machen wir das folgendermaßen. Und zwar Flüssigkeit 1, also Wasser wählen wir jetzt mal. Ich darf jetzt bloß nicht abstürzen, das wäre Katastrophe. Ja, so einfach ist das nicht. Ich muss hier tatsächlich wieder die Foundation hinsetzen.
Und jetzt geht's. Das schaut, glaube ich, ganz gut aus. Dann kommt die wieder weg. Ja, so müssen wir uns das ein bisschen durchhangeln. Hilft nichts. Ich sehe mich schon gleich unten im Dreck. Ich sehe es. Und am besten, ja, genau, über dem Loch. So, komme ich da ran? Ja, das ist schlecht. Ich muss echt immer links schauen. Gut, passt. Machen wir das mal ganz kurz wieder zu, erstmal. Dann von hier kommt das Wasser, wunderbar. Dann brauchen wir theoretisch, ich ziehe das mal her, ohne abzustürzen. Passt. Ja, sogar vielleicht noch ein Stück. So, wenn die sich jetzt natürlich ausrichten würden. Jetzt habe ich das Problem wieder, dass ich die Foundation, die Kreuzungen nicht mehr richtig ausrichten. Auch an der Decke nicht. Seht ihr, das ist ganz leicht. Vielleicht, wenn ich, oder. Obwohl. Unten drunter. Nee, unten drunter passt das. Komisch. Aber ich kann das jetzt verschieben. Das schaut gut aus. Und hier schaut es auch gut aus. Aber es gab jetzt wieder übrigens noch ein Hotfix. Ja, jetzt passt es auch wieder. Aber ich sehe das wieder so. Die Schleiern sind immer noch da. Wie schaut es bei den Förderbändern aus? Wenn sich da mal irgendwas ergibt, was kommen will, beziehungsweise irgendwas gnädig genug ist. Nee, immer noch. Schade. Ja, da werden jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage, Wochen noch einige Hotfixes kommen. Ich muss warten, aber ich kann es hier im Nachgang Autosave noch ausrichten. Gott sei Dank kann ich das. Das passt sogar, weil ich einfach gut bin. Nee, passt nicht. Weil ich nicht gut bin, deswegen. Aber so passt es. Okay, hier einmal nach rechts und wunderbar, perfekt, sehr gut. Alles anschließen. Jetzt wäre natürlich. Von wo holen wir das Wasser? Also das Wasser klar von da hinten, aber von welcher Kreuzung nehmen wir das, wo es am meisten Sinn macht? Also ich würde fast sagen, hier so. Ich traue mich jetzt bloß nicht rüber zu fliegen, aber es geht. Ich gehe mal da hoch. Dann gehe ich nicht, scheiße. Dann gehe ich hier hoch. Ja. Gut, welches Wasserband ist denn das? Hier, das hier, passt ja perfekt. Wunderbar, dann ziehen wir das andere mal her. Also das funktioniert noch, oder? Ja, schaut gut aus. Schaut echt gut aus. Warum auf einmal jetzt, weiß ich auch nicht, aber es funktioniert, wie dem auch sei. Hauptsache es funktioniert. Theoretisch müsste ich jetzt hier irgendwie. Das Stück mache ich mal weg. Muss hier irgendwie noch ein Stück weiter rein. So vielleicht. Keine Ahnung. So geht's nicht. Und wenn ich es von unten nach oben mache, geht's schon. Also manchmal muss man das einfach ein bisschen mal von der anderen Seite probieren. Dann funktioniert das. Also gut, Wasser kommt. Also Wasser kommt mehr als ausreichend. Müsste eigentlich jeden Moment reinsprudeln. Stickstoffgas müssen wir noch holen dann. Und Gummi. Wassermarsch bitte.
Also hier ist er schon da. Aber Strom ist drauf. Ja. Jetzt kommt's, passt gut. Dachte schon, wir haben wieder irgendein Problem, aber nein. So, hier kommt ja nichts raus. Hier kommt nur, also doch klar Kupferbahn, aber hier kommt oder Kupferbleche, aber hier kommt kein irgendwie Wasser noch raus. Dann müsste jetzt hier das Wasser langsam, aber sicher auch kommen. Ganz langsam, ganz sicher. Und hier kommt auch bloß Kupfer raus. Das heißt theoretisch 37,5. Wir müssen das hier auf jeden Fall fusionieren, weil wir brauchen später noch mehr Kupfer. Eigentlich können wir das ziemlich nah dran machen. Wunderbar. So ein bisschen Kupfererz kommt noch nicht, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, so viel Wasser kommt da nicht an. Aber okay, jetzt muss ich jetzt erstmal alles auffüllen, wenn man so will. Ja, passt. Es wird schon passen, Leute. Es wird einfach passen. Davon gehen wir jetzt aus. Dann brauche ich hier einen Splitter. Komme ich da rum? Ja. Sehr gut. Es ist einfach, liegt einfach nur daran, Leute, weil es von vornherein so gut durchgeplant war. Ganz genau. Einfach drauf losbauen und dann passt das. Ist immer so. Zumindest bei mir. Nee, ist es nicht. Also bei mir läuft so viel. Guck mal, das schaut irgendwie nicht mehr aus, als wenn es verschiedene Erze wären. Jetzt so ein bisschen, wenn man die Umrisse sieht, aber sonst. Wie so ein Band voller Kotze irgendwie, keine Ahnung. Aber von der Sichtweise aus geht's. Komisch, komisch. Aber das werden die mit Sicherheit auf dem Schirm haben. Das heißt, wir müssen das jetzt hier einmal wegsplitten. Autosave. Das passt sogar von der Höhe her. Ja, wie schon gesagt, es ist einfach die geniale Planung gewesen. Gut, ich muss selber lachen, ich weiß, ja. Ich habe halt auch mal Glück gehabt. Gut, sagen wir es so. Dann haben wir. Okay, ich habe doch kein Glück gehabt. Macht eh keinen Sinn. Wir brauchen hier nämlich noch einen Splitter. Weil hier kommt ja nochmal Kupfer dann raus, Entschuldigung. Das weiter verarbeitet wird zu diesen Aluminiumplatten. Also, das sollte dann eigentlich passen. Gut. Und hier werden jetzt die Kupferbleche produziert und die gehen ja 1:1 direkt da vorne rein. Jetzt haben wir hier allerdings das Problem, weil genau die Aluminiumplatten. Und zwar brauchen wir 37,5 mal 5. Habe ich, glaube ich, schon 10-mal gemacht. Falsch. Cool. Siebenundachtzig, also knapp 200. Das heißt, wo werden denn diese dummen Platten gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier. Wir brauchen erstmal diese Alkladplatten. Genau, Aluminiumbahn haben wir. Die Frage ist, ob das ausreichend ist. Müssen wir gleich mal gucken. 200 brauchen wir, hatten wir gesagt. Das heißt, es sind 7 Anlagen. Kupfer mache ich mir keinen Gedanken. Das heißt, 7 Anlagen, 210 Aluminiumbahnen brauchen wir. Wenn es 200 sind, beziehungsweise 190, ist es auch okay. Aber es sollten nicht weniger als 180 sein. Also die Produktion ist ja hier.
Irgendwie schaut das furchtbar aus. Mit den Pferdebändern. Genau, man sieht es gar nicht. Richtig. Aber lag fließen ein Haufen Aluminiumbahnen weg. Die Frage ist, wie viel sind das jetzt? Weil hier mehrere Produktionsketten jetzt zusammenarbeiten. Also die von da hinten. Das ist die, wo da hinten produziert. Das sind die Aluminiumbahnen von da hinten. Dann haben wir ja theoretisch hier auch nochmal eine Produktion. Und das fließt alles da rein. Und dann wird aber hier bloß theoretisch, also bloß 90 mal 1, 2, 3, 4, das ist schon viel eigentlich. 360 Aluminiumbahnen gehen hier weg. Und der Rest geht da vorne rein. Und der Überschuss wird gesteigert. Das heißt, wir nehmen das einfach von hier jetzt, von dem Lager. Und führen das dahinter. Aber ich würde sagen, dass wir uns das ein bisschen einfacher machen. Machen wir es so. Beginn. Nein, das ist natürlich jetzt doof. Hoch, runter, aber naja. Wir gehen schön übers Dach drüber. Dann haben wir das auch mal ein bisschen weiter gemacht. Irgendwann muss es ja fertig werden. Aber da wollte ich eigentlich, wie schon gesagt, die Livestreams nutzen, um sowas fertig zu machen. Während der Übergangsphase, wenn die Plus-Mod nicht funktioniert, wird ja irgendwann der Fall sein. Weiß gar nicht. Ich kann ja zwischen Experimental-Modus und Early Access kann ich hin und her switchen. Wir haben jetzt das Glück. Glück, dass der Experimental-Modus, also Update 8 quasi ist, und der Early Access Update 7. Und bei Update 7 funktioniert ja die Plus-Mod noch. Wird auch irgendwann bei Update 8 funktionieren, aber dauert noch. Die Frage ist, kann ich, wenn beide Spiele, wenn man so will, also die Early Access und die Experimental Modus, wenn beides Update 8 ist, kann ich noch irgendwie zurück auf Update 7? Ich glaube nicht mehr, oder? Ich kann nicht zwischen den Versionen hin und her schalten, wie ich Lust und Laune habe. Das geht, glaube ich, nicht. Also gut, dann sind wir jetzt mal hier. Also am besten wäre es wahrscheinlich. Also wir könnten uns hier schon durchsneaken. Aber ich glaube, am besten wäre es tatsächlich, wenn wir jetzt halt hier einfach runtergehen. Wir machen, ne, ja, genau. Wir machen das hier gleich weg. Ja, so am besten. Oh, hier sind die ganzen Wasserpipes. Nein, die ganzen vor allem. Eine. Dann machen wir das doch vielleicht noch ein bisschen anders. Und zwar, wir bleiben auf der Höhe. Und gehen hier runter, ganz genau. So, jetzt haben wir die Pipeline übersprungen. Und jetzt geht es einfach hinter. Wir müssen bloß gucken, von wo wir dann kommen. Und wir nicht abstürzen auf jeden Fall. Das wäre ganz wichtig. Das wäre wichtig, dass wir nicht abstürzen. Theoretisch. Können wir jetzt gleich so machen. Und jetzt sehe ich es ja. Hier irgendwo muss es sein. Ich liege gleich im Dreck, ich sehe es schon. Entschuldigung. Also. Liegt gleich im Dreck, ich sehe es schon. Und ihr wartet wahrscheinlich nur darauf. Schlawiner. Ja. Müsste passen, theoretisch. Ja, passt. Alles klar. Aber das schaut ein bisschen aus, als wenn das hier so
besoffener gemacht hätte. Komisch, Moment mal. Ach, wir kommen ja mittig raus. Okay, ich habe hier schon die erste... Oder hier schon den ersten Mist gebaut. Jetzt passt es. Gut. Und hier kommen wir, beziehungsweise wir machen das so, dann ist es einfacher. Und da müssen wir zur Mitte. Okay, gut. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Geil. Also die Aluminiumbahnen müssten reichen. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Das ist ja totaler Scheiß, was ich hier mache. Oh nein. Hier müssen ja die fertigen Platten rein, du Dummkopf. Und nicht die Aluminiumbahn. Ich bin so dumm. Okay, Moment mal, ich muss das jetzt wieder sauber machen. Schaut gut aus. Förderband ist zu steil. Also, verarsch mich nicht. Okay, wir müssen die hier alle weg. Wieder. Man muss das immer zweimal machen. Warum auch immer. Ja, hier ist auch wieder einer drin. Hier nicht. So, hier passt es jetzt. Hier auch. Und jetzt komme ich hier nicht mehr ran. Okay, gut. Ihr wollt mich ärgern. Dann machen wir das einfach so. Ich trick's euch aus. Wir können das. Haben wir gestern gesehen. Mach ich das einfach so. Dann kommst du wieder weg. Dann passt das. Ganz genau. Wir schauen nochmal ganz kurz. Es dürfen nur diese Platten drin sein. Das hier muss weg. Das war jetzt so dumm von mir. Es ist unglaublich, wie dumm das war. Mir fällt übrigens auch gerade auf, es macht gar keinen Sinn, das in die Richtung zu fördern. Eigentlich müsste ich ja von der Seite kommen. Okay, gut. Also wir brauchen 7 Fabrikatoren. Mann, Mann, Mann. Und Platz. Übrigens, Leute, wenn ihr das feiert, dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Wäre eine coole Sache. Und ja, ganz genau. So, Fabrikator, ganz genau. War doch der, oder? Ja. 2. 3. 4. Passt das? Ja. 5, 6 und die 7. Dann haben wir hier gleich mal Strom drauf. Sehr gut. Also dann kommt von hier das Kupfer. Wir brauchen ja Kupfer. Wir dürfen jetzt keinen Fehler mehr machen. Ja. Passt. So, Förderbandsplitter. Das wäre natürlich praktisch, wenn... Oh, ich hätte es von hier ausrichten sollen. Einmal mitdenken, Bub. Einmal mitdenken, Bub. Naja. So.
Vielleicht passt es ja hier. Da hinten kommt. Ich sollte vielleicht erstmal das Band herlegen. Und zwar ist das. Jetzt habe ich natürlich das gleiche Problem hier auch, wegen der Wasserpipeline. Ah, scheiße. Aber es ist schon diese Reihe hier, das heißt, das könnte tatsächlich echt passen. Heftig. Gut, aber ich glaube, ich muss das hier nochmal wegmachen. Ich möchte es jetzt folgendermaßen machen. Bis zur Hälfte der Foundation. Also so. Dann müsste ich theoretisch hier und hier einmal rumkommen. Sehr gut. Dann geht's hier wieder raus. Geil. Die Frage, komme ich auf die Höhe? Schaut gut aus. Schaut sehr, sehr gut aus. Geil. Also, dann wird das jetzt hier nochmal weggesplittet. Übrigens, was mir auffällt, ich hatte doch früher immer das Problem, wenn ich als allererstes die Kabel gezogen habe und ich wollte im Nachgang dann die Splitter draufsetzen oder Fusionator. Dass die dann immer auf die Kabel draufbauen wollten. Wisst ihr das noch? Das ist jetzt nicht mehr so. Das war. Bis vor ein paar Folgen war das noch so. Dann gehen wir hier einmal durch. Ja, doch nicht so. Ja, wie mit dem Förderband zum Beispiel. Ja, so war es mit den Splittern und Fusionatoren auch. Verstehe ich nicht. Naja, man kann ja nicht alles haben. Schaut aber sehr gut aus, alles. Wir müssen mal dann gucken, ob das sich mit den Alubahnen tatsächlich ausgeht. So, hier passt das. Das ist auch eine Höhe hier. So, jetzt muss das Kupfer. Hier rein. Achso, wir brauchen natürlich noch überall das Rezept, klar, logisch. Hier passt es und hier noch. Da wird alles zusammen fusioniert. Dann kommt das hier rein. Ist auch nicht sehr schlau jetzt gewesen. Ja, doch, es geht schon. Jetzt sollte ich das aber intelligenterweise in diese Richtung da hinten fusionieren. Also so rum. Passt. Sehr geil. Wir müssen jetzt theoretisch nur noch Gummi holen. Da haben wir ja gesagt, das haben wir. Und Stickstoffgas. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir haben ja eine Stickstoffgasanlage. Hier hinten irgendwo. Hinter dem. Ja, der Zug bringt den Stickstoffgas her. Da hinten, hinter dem. Also hinter dem Berg ist quasi die Anlage davor. Und ich glaube, ich war hoffentlich nicht so dumm, dass ich keine Schnecken reingetan habe. Ich glaube, wir haben 600 Kubik Stickstoffgas pro Minute eingestellt, beziehungsweise fördern wir.
Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch einen Haufen über. Wir haben noch einen Haufen über. Kann ich das eigentlich nachvollziehen, wie viel da ankommt? Ich glaube nicht, wenn es nicht komplett gebraucht wird. Wir schauen mal ganz kurz in den Zug rein. Hier kommt übrigens das Stickstoffgas. Ne, das ist Wasser. Cool. Hier kommt das Stickstoffgas. Wir brauchen hier insgesamt 100 Kubik. Ja, das passt. Hier unten kommt das Stickstoffgas. Aber das müsste passen. Batterien kommen jetzt auch. Oh, da müssen wir auch mal gucken, ob das ausreicht. Ich glaube nicht. Ich denke, wir werden nochmal irgendwann eine richtig dicke Batterie, genau. Eine Batteriefabrik bauen müssen. Also. Der Zug ist gerade da, wunderbar. Und ganz hinten wird das Stickstoffgas eingelagert. Hier. Ne, man sieht es nicht, weil ich halt auch nichts brauche aktuell. Das ist das Problem. Gut, egal. Aber dann haben wir das schon mal. Wenn wir schon hier sind. Kleines Stoßgebet. Das schaut scheiße aus. Keine Batterien eingelagert. Aber hier ist was drin. Okay, das passt. Oder ausgehend. Ich nehme das mal mit. Ja, passt. Ausgehender Transfer. Ja, gut. Ich dachte jetzt, eingehend wäre sinnvoller gewesen, weil sie ja hier reingehen, aber naja. Also da haben wir, das haben wir alles dabei für Pipeline. Mehr oder weniger, ja. Das heißt, wir müssen jetzt die Stickstoffgas-Pipeline von hier aus ziehen. Da machen wir übrigens, also von hier aus, da machen wir kein Hexenwerk draus. Ich mache das mal ganz kurz weg. Ich glaube, das müsste so passen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dass ich da vernünftig gerade hochkomme. Schweberucksack. Ja, müsste eigentlich passen. Komme ich jetzt hier auch nochmal rum? Ja. Gut, und jetzt gehen wir irgendwie darüber. Beim Gas ist es ja scheißegal. Da brauchen wir keine Pumpen. Da müssen wir uns keine Gedanken machen, ob es irgendwie von der Höhe nicht geht oder irgendwas. Das geht immer beim Gas. Wunderbar, dann ziehen wir das jetzt hier drüber. Ich mach mal schnell das Dach hier weiter. Und ich würde sagen, wir gehen auch nicht unten unterirdisch lang, sondern wir gehen jetzt hier ganz normal runter. Bad Sand fehlt mir, okay. Muss ich noch gleich holen. Und schauen, dass wir hier irgendwie durchkommen. Weil unten drunter ist mittlerweile auch schon ordentlich was los. Und dann immer die Höhenunterschiede zu machen unterm Boden ist immer so eine Sache. Obwohl, es würde gehen. So kann ich mir hier mal ein bisschen Quarzsand sneaken. Hier haben wir die Alubahn weg. Ach, die haben alle nichts für mich. Ja, da komme ich auch nicht weiter mit. Ja, müssen wir schnell einen holen. Ist ja gleich hier. Ich sehe da hinten einen Haufen rote Lichter. Und rote Lichter sind immer grundsätzlich scheiße.
Das sind auch die Stromschwankungen übrigens. Jetzt Moment mal, wir haben. Haben wir zu viel Wasser? Nee. Ja, zu wenig. Da hinten funktioniert es nicht. Genau, und den letzten haben wir ja ein bisschen anders gemacht, damit wir gar keine. Ja, genau, die letzte passt. Passt, passt. Ja. Es passt. Quarzsand, ja damit. So, und schießen wir uns hinter. Überall die Schnecken wieder. Also wenn uns in dem Spielstand die Schnecken ausgehen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Also, dann ziehen wir das hier mal durch kurz. Das war jetzt irgendwie scheiße, oder? Was habe ich denn hier gemacht? Ach so. Okay, ich verstehe. Alles gut, alles gut. So, dann hätten wir das Dach jetzt auch schon mal so weit gelegt. Halt, hier fehlt noch ein Stück. Also hier macht auf jeden Fall der Schweberucksack Sinn, weil unten nur der Zug fährt. Das heißt, da habe ich immer schön ordentlich Strom. Wir gucken mal, dass wir jetzt hier ein bisschen platzsparend bauen. Dass hier noch mehr Förderbänder oder Pipelines oder sonst irgendwas drüber können. Nee, ist schon gerade, okay. Wofür das nicht? Dann gehen wir jetzt hier runter. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. So, das passt. Und das Problem ist aber folgendes. Wir hatten ja gesagt, wir wollen. Wir müssen unten runter gehen. Tatsächlich. Ne, müssen wir nicht. Die Frage ist, komme ich jetzt von, weil das Förderband zu nah dran ist. Aber ich komme da drüber. Chefdesigner wieder zugeschlagen. Passt. Das bedeutet, wir machen jetzt hier eine, auf der Mitte von der Foundation, eine Kreuzung hin. Komm, richte dich halt bitte mit dem Ausgang an. Ja, ihr wisst schon. Ausrichten bitte, danke. Halt, Moment mal, wir müssen ein bisschen Platz lassen, weil hier muss ja auch noch Gummi rein. Halt, Moment. Also ich denke mal, Gummi, ja, ist eigentlich wurscht. Wird von, ich sage jetzt einfach mal, erstens brauche ich einen Splitter. Von da hinten kommen. Punkt. So, und jetzt muss ich erstmal hier drüber gehen. Das hätte man auch mit Sicherheit anders machen können, klar, ich weiß. Jetzt kommen hier die Kreuzungen drauf, machen wir auch mittig von der Foundation, dass wir dann gar keinen Platz mehr hier haben.
Obwohl, da links und rechts, da geht schon noch was vorbei, wenn es ist. Wenn Not am Mann ist, quetschen wir das durch. So, und da hinten ist der Anschluss, das heißt. Mir kommt es so ein bisschen vor, als wenn. Okay, das Wasser. Es ist nicht voll. Gut, die Anlagen laufen auch nicht zu 100%. Aber es füllt sich sehr langsam. Eigentlich müsste das schon mehr Dampf haben. Hier ist es auch nicht voll. Aber es ist halt ausreichend so, dass es passt. Ne, hier nicht. Da müssen wir auch nochmal gucken. Scheiß Wasser. Ja, ganz genau. Dann gehen wir jetzt hier rum. Das Problem ist, wenn jetzt da wieder kein Wasser kommt, dann müsste doch theoretisch bei der anderen Pipeline auch kein Wasser kommen. Das heißt, das AKW läuft wieder nicht. Doch. Warum kommt es beim einen an und beim anderen nicht? Also das muss mir auch manchmal einer erklären. Neunundneunzig Kubik, 600. Ja, bei der ist klar, weil die voll ist. Da kommt nichts an. Aber hier kommt 600. Und hier nicht. Das ist lustig. Es macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn ich jetzt sage, ich gehe hier einmal hoch und dann rüber, ganz genau. Es gehen mir auf dem letzten Meter wahrscheinlich die Kupferbleche aus. Ich drehe durch. Das muss ich nochmal weg, das letzte Stück. So, hier hoch. Und das ist natürlich jetzt immer eine Sache, in einer gewissen Höhe die zu verbinden. Aber ich bekomme es trotzdem hin. Wundert mich selber gerade ein bisschen, bin ich ehrlich. So, Gas kommt. Punkt. Stahlbetonträger laufen auch langsam voll. Das passt. Da hier läuft alles. Das Problem ist halt jetzt hier schon wieder mit diesem Dreckswasser. Warum ist das so? Hier werden konstant 600 gepumpt, hier 0, klar, weil die Pipeline voll ist. Man sieht es aber auch, irgendwie kommt. Da auch gar nicht so viel an. Schubweise. Hier sind 600. Das heißt, die drei hier. Da kommt, da geht's los. Aber am meisten arbeiten muss tatsächlich der linke. Vom rechten passiert gar nichts. Beziehungsweise bei mittleren Cs wahrscheinlich gar nicht. Also wir haben hier. Schnauze, ich habe jetzt keine Zeit. 75 Kubik. Und 300. Und nochmal 75. Das sind 450 Kubik. So viel brauchen wir doch im Leben nicht. Also wir brauchen noch keine 450 Kubik Wasser da oben. Er wollte mich. Das. Nee, 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 nee. Ja, beobachten. Ich würde jetzt mal ganz kurz gucken zu der Alu-Produktion, wie krass jetzt das Lager leer geworden ist. Also, dass es ein bisschen leer geworden ist, klar, weil das Förderband hat ja auch einiges geschluckt jetzt an Ressourcen, also an den Alubahnen. Und. Aber eigentlich müsste auch wieder was nachproduziert sein.
Und das war ja hier irgendwo. Ja, das Band ist voll, das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen jetzt dann beim nächsten Mal nur noch das Gummiband herholen. Dann sind wir eigentlich fein. Dann haben wir Kühlkörper. Zwar nicht zu 100%, ja, es ist voll. Weil schon wieder irgendwie was mit dem Wasser nicht passt. Ich drehe noch im Rad. Aber naja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.